zu Assassino Credo. Und ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung mehr, was wir großartig machen sollen. Sollen wir uns wieder... Wir sollten uns wieder hinlegen, oder? Was war denn jetzt hier Phase? Ich habe schon gar keinen Peil mehr. Ich weiß, dass wir hier Pause gemacht haben. Ich glaube, wir sollten uns wieder hinlegen. Ja. Dann machen wir mal den Schlafarino. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr? Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Na, wenn's unbedingt sein muss. Und ja, schon in Assassin's Creed wurde von der Lügenpresse geredet. Glaubt nicht alles, was geschrieben wird. So, ne? Bin jetzt nur verwirrt, weil irgendwann gab's die Möglichkeit, dass man hier noch den Stift nutzen konnte. Vielleicht geht das nochmal, vielleicht kommen wir nochmal irgendwie raus. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als mich hinzupflanzen. Dann auf ein neues. Ich bin so gespannt. Durch langsame Bewegung. Ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Altair. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift. Und vernebeln eure Urteilskraft.
Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. Dann wollen wir mal. Neue DNA-Synchronisation hinzugewonnen. Und so schickt man also Botschaften. Man tötet einfach die Leute um seinen Gegner rum. Schwertmeister und extra Wurfmesser. Weil ich ja die Wurfmesser so oft bisher schon eingesetzt habe. Und weil die ja auch so unheimlich viel bringen. No jo. Entschuldigung. So, jetzt ist nur die günstige Frage, wo wir eigentlich hin sollen. Ich glaube, wir sollen nach Jerusalem. Ist nur so eine Vermutung. Erstmal ins Büro. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern. Juhu. Ins Büro. Das Gute ist, ich glaube, wir müssen demnächst nicht mehr irgendwo ans Wasser. Das ist die Hauptsache hier in diesem Spiel für mich. Und, ja, Quipo, ne? Jeder denkt, dass er mit seinen Mitteln am besten zum Ziel kommt. Ziel ist ja mehr oder weniger das Gleiche, aber die Mittel sind irgendwie unterschiedlich. Denkt halt irgendwie jeder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Hell yeah! Und Benny, what's up? Warte, ich muss erstmal nochmal ganz kurz mein Fenster hier verschieben. Ja, so ist es. Und. Quipo erfüllt seine Wege mittelbar durch Altair. Bedauerlicherweise lässt sich Altair so extrem gut manipulieren. Psst, nicht zu viel verraten. Und Benny, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen auch hier gerade im Stream erklärt, wegen Clan etc. und Discord und Ralala und Webseite und blub, was wir da so vorhaben. Ich würde vielleicht noch in der Facebook-Gruppe was dementsprechendes posten. Oder beziehungsweise in beiden Facebook-Gruppen. In der Destiny-Gruppe und vielleicht in der Wolfpack-Gruppe. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Okay,
Okay. Da ist noch der Bürger, Lars Dietrich und der eine ist Stendel. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, guckst du. Hab ich ja noch gar nicht hier den Aussichtspunkt. Okay, gut, da kann ich lange gucken, wo ich hin muss. Werd ich auch nicht finden. Ja, Quipo. Wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, der ist ja selber doof. Ich hatte es beim ersten Durchspielen nicht gemerkt. Ich bin ja ein gutgläubiges Kind, das immer nur vom Besten im Menschen ausgeht. Oh Gott, Benny, muss ich mir dann TS wieder runterladen? Und ich muss mal gucken, wie ich das dann auch mit den Destiny 2 Channeln mache. Wäre das dann okay, wenn ich die Destiny 2 Channel so wie bei mir auf dem Discord mache? Also mit PvP, PvE, dass man so einen Channel hat, wo man sich absprechen kann für die jeweiligen Modi, würde ich dann einfach machen. Noch Strike und Raid und sowas. Nico, was meinst du, ob ich schon am Leiden bin wegen Assassin's Creed? Weil ich alle Teile durchspielen will? Und wenn ja, musst du, weil wir sehr viel Mühe mit dem DS gemacht haben. Okay. Mist. Aber warum? Ganz ehrlich, wenn man den Discord hat, warum braucht man da noch TS? Ich verstehe es leider nicht. Ich bin zu doof. Sascha, ja, Leila hat vorhin schon geschrieben, dass es verschoben wurde, den Destiny 2 Clan zu ändern. Das geht dann erst ab morgen. Quipo, Arma spielen wir nicht. Arma. Wieso braucht man das für Arma? Nein, es geht doch nur um Sprachchat. Und Sascha, Alter, ihr spinnt mir den Rechner zu. Ach Gott, es gab ein paar Bewerber, die wollten wirklich nur ein TS. Was willst du denn? Ah, super. Läuft klasse. Ach, Mädels. Oh, voll auf die Fresse. Wow. Holy shit. Ich finde es halt nur echt lustig, weil Discord ist umsonst. Und ist genauso wie ein TS. Also... Das umsonst finde ich halt wichtig. Junge, you are making me very crazy. Jetzt geh doch mal runter und geh doch mal rüber, dankeschön. Lass mich doch mal. Na gut, dann muss ich mir halt wieder... Oh, alter Schwede. TS runterladen. Leute, ich will doch nur... So. Ja, also Nico, Discord und TS ist für mich eigentlich dasselbe.
Nur TS kostet halt was. Wenn du dir selber einen Server machen willst. Und Discord kostet halt nichts. Junge, würdest du mal deinen Arsch da hoch bewegen? Sphäre. Sag mal. Are you kidding me? So. Layla, TS kommt mir auf den Rechner nicht mehr. Rumpf. Nee. So, dann haben wir hier noch einen Taschendiebstahl. Den machen wir gleich mal. Würdest du mal bitte rauskommen? Danke. Ja, ich meine, ich habe nichts gegen TS. Man, also wenn ich die TS nur nutze und nicht selber bezahlen muss, ist mir das auch egal. Ah, ich glaube, der ist da drin, wa? Warte mal, ist hier irgendwo ein Mönch, den ich noch befreien kann? Komm ich da irgendwie rein? Ja, natürlich komme ich da rein. Ich war ja quasi schon drin. Ich bin grundsätzlich ein gottloser Heide. Oh nee, da rennen wieder die Bekloppten rum. Scheibenkleister. Bin zu weit weg, war ja klar. Okay, da unten ist der Taschendiebstahl. Wer ist dafür verantwortlich? Blonk. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Stätten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Ja, Kripo, das wäre mir schon wieder zu viel. Zu viel Gedönse. Wer ist dafür verantwortlich? Mit TS und Modi erstellen und hast du nicht gesehen. Ah, der bleibt natürlich hier drin, oder? Geht er raus? So raus, Schatz. Geh raus, oder? Du gehst raus. Geh raus! Komm runter. Was ist denn der Typ jetzt? Da ist er doch. Gott, da ist er ja gleich. Da. Gotcha. So, Karte mit den Positionen der Jerusalemer Wachen während der Beerdigung Majadins. Und Quippo, davon funktioniert es so realistisch, dass wenn man im Spiel 10 Meter weit weg ist, dann hört man diese Person auch nur sehr leise, steht sie direkt neben dir sehr laut. Wenn sie zu weit weg ist, dann ist sie eben gar nicht zu hören, obwohl man im selben Channel ist. Okay, wow. Ich weiß nicht, ob ich das so genau haben wollen würde, tun sollen. Wow. Okay. Diese Wachen gehen mir auf die Nüsse. Wir müssen untertauchen. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit von den Wachen verfolgt werden. Nee, also ich möchte einfach nur mich mit den Leuten unterhalten, ob das nun realistisch ist oder nicht.
brauche Hilfe! Bitte! Oh nö, 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 auf dich habe ich keine Lust, Freund. Da hab ich keine Lust, aber muss ich da jetzt wieder? Muss ich da hoch? Ja, geil. Ja, ich brauche auch Hilfe, mir hilft eh keiner. Scheiße. Ja, kriegt euch mal wieder ein. Mutti muss jetzt hier erstmal einen Weg finden. Ah, crap. Na super. So, Freunde, jetzt bleibt mal alle ganz freundlich. Und Quipo bei GTA 5, ja, da gibt es jetzt diese Roleplay. Ich wäre so null Roleplay. Ich habe mir das einmal angeguckt, ich finde das so total dämlich. Ganz ehrlich. Das ist so gar nicht meins. Wir müssen hier hoch. Gut, oder auch nicht gut. Diese Roleplay-Sachen, das macht mich so gar nicht an. Also, ganz ehrlich. Ich bin ja eh nicht so die Roleplayerin. Aber das finde ich halt... Ich finde es schon ganz nice, wenn man sich da so wirklich reinsteigern kann, aber ich finde es total strange. Ich meine, ich finde es gut, wenn sich bei dem Roleplay auch wirklich Leute so wirklich in ihrer Rolle drin bleiben und eben da... Ja, da so wirklich in ihrer Rolle aufgehen. Also GTA, so von der Open World her, finde ich schon ganz interessant, aber diese Roleplay-Sachen sind halt irgendwie gar nicht meins. Ich bin ja auch nicht so der RPG-Player, deswegen finde ich jetzt Roleplay auch nicht so wahnsinnig prickelnd. Kipo, hast einmal durch, bisschen online gewesen, das war's. Das Spiel holt richtig das Arschloch aus mir raus. Der Kipo kann ein Arschloch sein. Uiuiuiui. Da machst du mir aber Angst. Ah, das sind die Kollegen, die wir belauschen sollen. Und ich glaube, hier können wir uns hinpflanzen. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Und Quipo, nee. Assassin's Creed ist eher so Action-Adventure, würde ich sagen. RPG ist das nicht. RPG ist für mich sowas wie Dragon Age und The Witcher und Gothic, wo du eben Sachen auflevelst, diverse Fähigkeiten. Gut, das machst du ja auch, aber die halt auch aussuchen kannst, welche Fähigkeiten du freischaltest etc. Das kannst du hier ja gar nicht. Das wird alles automatisch aufgelevelt und gut ist. Also RPGs, hier, das würde ich eher so als Action-Adventure vielleicht bezeichnen. Aber RPG ist es eigentlich nicht. Da verstehe ich dann schon ein bisschen was anderes drunter. Ach, die Kollegen hier, die werden so schnell aggressiv. Ach Leute, komm hoch. So, wie sind wir eigentlich hin? Ich will erstmal in die Richtung. Dankeschön. Ja, genau, Benny, so Origins wird wahrscheinlich mehr RPG, weil da kannst du dich dann halt wirklich auch so aufleveln. Aber die anderen sind, also die hier, die waren jetzt bisher alle Action-Adventures. Du kannst dir nicht so wirklich aussuchen, was du jetzt upgradest. Gut, man kann dann bei den folgenden, so ab Assassin's Creed 2, kann man sich halt schon aussuchen, welche Waffen du willst oder welche
welche Rüstung du so upgradest. Aber ich finde es trotzdem noch zu wenig Tiefe für ein RPG. RPG ist für mich schon, das geht schon sehr in die Tiefe, auch mit Zaubern vielleicht oder so. Nee, Kripo, ich finde nicht, dass Witcher eine andere Version von Assassin's Creed ist. Nee, finde ich gar nicht. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Ach, Junge, nerv doch nicht. Mutti will doch nur auf den Aussichtsturm. Nein, das Zaubern sollte jetzt nicht irgendwie verpönt oder so klingen. Das. So, als Fähigkeit halt, zum Beispiel Zaubern, Kampftechniken, hast du nicht gesehen, also. RPG hat sehr viel mehr Tiefe als jetzt hier so ein Assassin's Creed. Taschendiebstahl oder verprügeln? Befragung in Anführungszeichen. Oh nee, hör auf. Also bekloppt die hier unterwegs. Da werd ich doch aggressiv. Nope. Ah, da ist er doch, der Kollege. Oh, die Ölen wollen wieder Geld haben. Nein, ich habe keine Kohle für euch. Go away. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen. Und Layla, du hast deine Arbeitskollegin bekehrt, The Witcher 3 zu spielen? Braves Kind. Meine Kollegin werde ich dann nicht mehr zu kriegen. Wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden. Kripo, du bist zwar extremer Gamer, aber die Differenzierung der Genres ist dir immer noch ein Rätsel. Also ich habe ja, ich spiele ja noch nicht so lange, aber ich finde es trotzdem recht eindeutig. Also so verschwommen würde ich jetzt mal zum Beispiel Mass Effect sehen. Weil Mass Effect ist eigentlich auch Action, sage ich jetzt mal, aber es hat auch RPG-Elemente. Also das könnte ich zum Beispiel nicht so wirklich einordnen, muss ich sagen. Da finde ich es halt total schwer. Es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich nicht so ganz klar finde, was es denn jetzt ist. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Okay, ich bin raus. Und wir kommen zurück, Nico. Was sind Roberts wahre Motive? Ist blöd, wenn man jemanden kennt, der wirklich Robert heißt. Das ist ein bisschen albern. So, wir können sogar schon zum Büroleiter zurückkehren, aber ich will die letzten beiden Aussichtspunkte hier noch freischalten. Und ja, Dragon Ball kannte ich eigentlich auch nur. Also ich kenne nur diese Beat'em-up-Teile quasi. Das sind ja dann so zwei Sachen, die mich schon gar nicht interessieren. Erstens mal Anime und zweitens Beat'em-ups. Also das wäre so das absolute Anti-Spiel für mich. Wow. Das wäre so wirklich, was mich halt so beide Genres überhaupt nicht interessieren. Muss man auch erstmal schaffen. Also, nee. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Die nennen mich immer Bauer. Menü. Jetzt ist es ein MMORPG. Das ist auch so ein Wort, ey. Schlimm. Wo muss ich schon rauf? Ah, das ist dieses össlige Gebäude. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Was ich ja zum Beispiel gucke ich South Park.
Finde ich klasse, gucke ich unheimlich gerne. Aber The Stick of Truth? I don't care. Das ist mir so egal. Ich finde den Humor klasse. Ich finde das super. Aber die Kämpfe und das alles, das interessiert mich so überhaupt nicht. Das ist so schade. Ich hätte es so gern gespielt. Aber ich habe mir das angeguckt und dachte so nur, nee. Nee. Nee, nee, nee. Gut, ich glaube, wir haben nur noch... Ah nee, wir haben noch zwei. Hier muss ich noch hin, aber hier muss ich eh zurück. Das heißt, an dem komme ich eh vorbei. Ich gehe dann erstmal hier runter. Ja, Kipo, South Park ist kein Anime, das ist klar. South Park ist... Comic quasi für mich. Nein, geht nicht, bitte. Nur ein bisschen für meine Kinder. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. South Park ist toll. Das habe ich sogar früher deswegen RTL geguckt. Das muss man sich mal... Es lief nur leider immer so spät. Das war ein bisschen blöd. Ich habe auch nie behauptet, dass South Park ein Anime ist. Das habe ich nie behauptet. Hallo, Freunde. So, erstmal hier ein bisschen höher und dann darüber springen. Ja, guten Tag. Nasi? Wow. Gut, dann halt nicht. Warum? 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 Ach, leck mich doch. Doch, ich kann entkommen. Bastien! Was hast du? Uff, uff. So, die sind jetzt wieder zu blöd, um mich zu sehen. Nein, Kipo, es ging darum, um RPGs. Daran habe ich es aufgehängt. Und es ging nicht darum, dass ich South Park für ein Anime halte. Es ging so um RPGs, da kam mir irgendwie rundenbasiert ins Gedächtnis, auch wegen Final Fantasy, was mit dem ich übrigens auch nichts anfangen kann, Asche auf mein Haupt. Und deswegen hatte ich dann irgendwie noch South Park im Gedächtnis. Wir kennen ihn nirgendwo hin. Was das denn? Okay, ich will es gar nicht wissen, was die hier treiben. Es ist alles sehr mysteriös in diesem Spiel. Bah. Na, wenigstens kann Alter ihr nicht zaubern. Um das hier nochmal so abwertend zu sagen. Nein, ich spiele ja auch sehr gerne... Also RPGs so an sich mag ich ja schon gerne, nur wenn sie halt so ewig und drei Tage lang gehen. Ich kann mich halt nicht sehr lange auf ein einziges Spiel konzentrieren. Irgendwann wird es dann halt langweilig. Für mich sind so 20 bis 25 Stunden, das reicht mir. Viel mehr brauche ich gar nicht in einem Spiel zu verbringen. Da war es schon ein großes Kompliment, zum Beispiel für Mass Effect oder so, von mir an das Spiel, dass ich da wirklich 50 und noch mehr Stunden drin verbracht habe. Weil es einfach cool war. Ja, jetzt müssen wir natürlich da dran, das war so klar. Und leider wirst du aber... Ja, Tales of Systeria ist auch sowas. Und also Witcher, die ersten zwei Teile würde ich halt unheimlich gerne spielen. Ich habe nur das Problem, ich muss mal nach einer Lösung suchen. Bei meiner vorherigen Grafikkarte hatte ich das Problem, dass die immer schwarz wurde. Nach einer Stunde Spiel.
Dann wurde auf einmal das Bild schwarz. Erst fing es mit den Charakteren an, der Bart eines Charakters wurde schwarz, etc. Also irgendwas mit der Grafikkarte war da nicht ganz koscher. Und das macht ja dann irgendwann keinen Spaß mehr, wenn du jedes Mal nach einer Stunde das Spiel neu starten musst. Und jetzt bei dieser Grafikkarte, und die ist ja wirklich Hochleistungs-Tralala, habe ich das Problem, dass ich, wenn ich das Spiel anhabe, komme ich aus diesem Spiel nicht mehr raus. Ich kann nichts mehr anderes am PC bedienen. Ich muss mal gucken, dass ich da gescheit irgendwie einen funktionierenden Fenstermodus oder so hinkriege. Ich gedacht, was ist denn da los? Ich habe es mal getestet und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Dann kommst du aus dem Spiel nicht mehr raus und musst irgendwie Klammergriff machen und also irgendwie alles ganz, ganz komisch. Ach, leck mich doch. Mein Gott, nichts darfst du hier. Ich bin sportlich, ich renne halt durch die Gegend. Kriegt euch mal wieder ein. Ja, puh. Frischt euch mal wieder ein hier. Ach nö. Jetzt hätte ich mich so schön hinsetzen können. Wo muss ich hin? Da. Ich renne erstmal so in die Richtung. So, nur aber. Ja, Quipo, ich werde mir noch einen Streaming-PC kaufen. Wenn du mir mal so 1500 Euro schenkst, gerne. Also, klar, ich meine, diese ganz großen Streamer, die haben natürlich einen Gaming-PC und einen Streaming-PC. Aber dann brauchst du für den Streaming-PC brauchst du auch noch eine Grafikkarte, die das Bild vom Gaming-PC abgreift und lauter solche Scherze. Also, wow, das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand für die Zuschaueranzahl und das, was ich hier alles habe. Ich meine, das ist ein Hobby, was ich hier mache. Das ist jetzt nichts, noch nicht, haha, nichts Berufliches oder so. Ich meine, wenn mir jemand so ein Ding schenkt, klar bin ich dabei. Aber es ist jetzt nichts, worauf ich hinarbeite. Da gibt es jetzt erstmal andere Sachen, die ich noch gerne hätte. Ja, und Nico wäre schon froh, wenn du wenigstens einen richtigen Gaming-PC hättest. Ja, Quipo, aber ich hätte gerne eine interne Capture Card für einen Streaming-PC. Also da würde ich dann halt schon irgendwie so eine schöne, diese Magewell, die irgendwie 500, 600 Dollar kostet oder so. Die richtig geilen Sachen. Also wenn, dann richtig. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln. Um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein. Ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins.
So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Oh, haben sie sich jetzt Spule versöhnt? Sind sie jetzt wieder Freunde? Robert besucht Mojadins Begräbnis. Das ist der Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Oh Gott. Also wie gesagt, es kommen jetzt auf jeden Fall drei ziemlich fiese, große Bossfights. Ich bin gespannt. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz... Ah nee, das kann ich hier gar nicht machen. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hin. Natürlich. Ja, Nico, ganz oder gar nicht. Also wenn, dann sollte man sich halt schon gleich den richtig guten Stuff holen. Und von der Magewell habe ich bisher nur Gutes gehört. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Die ist super. Die hat vor allem, glaube ich, zwei HDMI-Eingänge. Also man könnte auch noch eine andere Kamera... Eine richtig gute Kamera. Ich könnte da quasi meine eigentliche Systemkamera da von der Sony zum Beispiel anschließen und darüber aufnehmen. Meine Webcam quasi weglassen oder eben zwei Cams anschließen. Ja, irgendwie sowas. Also solche Spielchen kann man da halt machen. Es ist halt schon ziemlich fancy, das Zeug. Aber kostet halt auch. Das ist nicht ohne. Das Ding dann auch noch einbauen, etc. Würde ich mir jetzt vielleicht sogar noch zutrauen, aber kann natürlich auch schief gehen. Ah, es gibt auch eine mit 4 Anschlüssen für 1000. Ja, komm, dann gleich richtig. Nee, okay, das fände ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich wüsste gar nicht, was ich mit 4 HDMI-Anschlüssen machen sollte. Ja, okay, man könnte natürlich gleich dann noch die One, die... 360, hast du nicht gesehen, alle da drüber laufen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Magewell auch gleichzeitig HDCP rausnimmt. Aber ich weiß nicht, ob das quasi wie ein Splitter ist und der HDCP irgendwie nichtig macht. Das weiß ich gar nicht. Ja, Nico, Preise bald ein Gebrauchtwagen. Ja gut, Gebrauchtwagen kostet noch ein bisschen mehr. Aber es ist schon, wenn man alles zusammenrechnet, kommt es ungefähr auf den Gebrauchtwagen hin, ja. Ja, Quipo, ne? Spiegelreflex als Kamera als Webcam zum Beispiel. Gibt's ja Leute, die das machen. Da kannst du auch nochmal rechnen, was du dafür dann nochmal bezahlst. Also, ja, ich finde aber auch, man kann es ein bisschen übertreiben. Also solange man eben, man hat ja auch nur eine bestimmte Stream-Bitrate zur Verfügung. Ich habe jetzt 3500 eingestellt, aber streame nur auf 720p, weil lieber einen sehr guten 720p-Stream als einen mittelmäßigen 1080p. Und erst wenn man Partner ist, dann macht sich die Qualität halt richtig bemerkbar, weil da kannst du halt richtig hochschrauben. Da kannst du mit 5, 6 Mbit hochladen und dann sieht es halt richtig crisp aus. Dann sieht es richtig geil aus. Nico, unsere hat 1000 gekostet, fährt super. Okay. Kommt halt drauf an. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ach, Schnauze. Ich hau dich. Ich mach dich fertig. Schatterp. Oh, shit. Okay. Ich in Akku jetzt gerade. Dang it. Wie du streamst, 1080p, 60 FPS. Ja, also bei Affiliate, wie ich es bin, kommt es drauf an. Ich könnte auch mit einer höheren Bitrate streamen. Das geht auch manchmal durch. Aber ich will es halt nicht in Anführungsstrichen riskieren. Kann ich mir jetzt hier verstecken in diesem Saftladen? Da hinten ist ein Dings.
Ja, doch. Nico, jetzt kommt das Fach Chinesisch. Ja, so kompliziert ist es nicht. Und Quipo, der Wert, den ich angebe, ist auch nur ein Richtwert. Bei mir geht es auch gerne mal auf 4000. Na gut, ich kann mich auch nur, ja, ich sehe es ja bei OBS. Also er schwankt halt so zwischen 3,4, 3,9 ist er jetzt. Es kommt halt drauf an. Also als Affiliate kannst du auch höher streamen. Klar. Aber es geht halt eben nicht immer so viel durch. Wenn du Partner bist, kannst du grundsätzlich richtig rinklöbbeln. Aber dann hast du natürlich auch das Problem, dass die Leute, die jetzt keine so gute Leitung haben, das Problem haben, dass sie halt die Qualität eh runterstellen müssen. Und dann sieht es für die halt auch scheiße aus. Ich habe jetzt von vielen auch Partnern gehört, dass die jetzt ganz gerne eigentlich auf 1600 mal 900 streamen wohl. Und dann irgendwie so mit 4, 5 Mbit Upload. Oh, nein, nein, nein. Ach, leck mich doch. Ja, ich muss unten da rum. Ja, leckt mich doch hinten rum, ey. Ihr Säcke. Ihr dreckigen. Ach, halt dich fest. Ach Gott. Wie mich das annervt, wenn die mich verfolgen. Lauf, Schatz, lauf. Ich kann hier nicht weiter. Ja, wow, stell dich da auf die Seite. Du bist so toll, Junge. Oh, hallo. Kann ich hier durch? Nein, ich will die Stadt nicht verlassen. Ich hab gar nicht gesehen, dass ich hier rauskomme. Bö. Kann ich bitte mal... Wie schnell sind die bitte? Mich vergeiern? Ja, klar. Logisch! Alter Schwede, okay, ich muss mal hier hoch. Ach, oh, Kinners. Leute, wow. Seid ihr ätzend. Komm rein. Geh rein. Danke. Und Quipo, was meinst du damit? Da musst du dafür sorgen, dass das nicht passiert? What? What? Ich weiß doch nicht mal, was ich gerade gesagt habe. Was darf nicht passieren? Ich nix mehr wissen. Oh. Entschuldigung. So, kann ich jetzt vielleicht mal bitte in diese Richtung? Das wäre total supi. Supi großartig wäre das. Jetzt weiß ich noch gar nicht mehr. Da stehen ja die Wachen. Ich muss, glaube ich, eh über die Dächer. Und da werden wieder Wachen stehen und überhaupt. Ach so, wie dich das nervt. Mit den Verfolgern, ja, das ist echt geschissen. Ah, verdammt! Nein! Och, Mann! Wow, ihr seid doch für'n Arsch, Freunde. Echt. Gleich wieder der gleiche Müll hier. So, jetzt bin ich aber schon mal ein bisschen näher. Jetzt muss ich nur mal gerade überlegen. Man konnte, glaube ich... Komm ich denn da rein? Ungeschickterweise. Hm. Oh, hallo, guten Tag. Gut, hier wäre ich schon mal drin, aber bringt mich jetzt auch nicht so wahnsinnig weiter. Ach,
Ach, hier bin ich schon richtig. Ach, super. Okay, keine weiteren Fragen mehr. Tut mir leid. Wieder voll vergessen. Aha, perfekt. So, Mutti will was sehen. Lass mich rein. Ah ja. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern. Der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Ja, die Spannung steigt, das Niveau sinkt. Amen. Armin. Armin. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne auf das Gottes Gerechtigkeit. Ja klar, auf einmal kennt uns jeder, ihr kennt mich doch alle mal. So, okay, ich muss jetzt mal gucken, dass ich ganz kurz mich hier ein bisschen zurückziehe, weil hier sind Bogenschützen. Die sind fucking fies, genauso. Ah, fuck. Nein. Scheiße, Moment, ich muss ein bisschen... Wo waren das nochmal? Ich kann hier so ein bisschen weg. Ich glaube, hier so ein bisschen in die Ecke. Dann dürft's gehen. Warte, gucken, ob es hier geht. Ja, klappt super. Ja, Halleluja. Ah, fuck, nee, hier bin ich nicht in Sicherheit. Shit. Ah, fuck. Ja, ich glaube, hier geht's. Hier ist okay. Nix. Oh, fuck. Es kommen halt so fucking viele Gegner. Fick dich. Holy. Es kommen halt so unheimlich viele Gegner. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich irgendwie einen Source... Ach Gott! Komm mal rüber. Das kann jetzt dauern, bis ich diesen Kampf gewinne. Holy shit! Oh, hier kriegen mich diese fucking... Ach Gott, lauf! Mein Gott! Hier kriegen mich diese blöden... Jetzt lauf doch! Die kriegen mich halt diese blöden Mistviecher. Okay, Layla, du kannst bei mir Source Quality einstellen. Hast du immerhin etwas?
Ah, jetzt breche ich doch mal aus, Schatz. Gut, ja, ich denke, dass bei den Affiliates ist es halt so, dass, dass du da natürlich auch Quality-Einstellungen machen kannst. Ah! War es eine Kameraeinstellung? Geil. Wow. Hier dahin steht auch noch einer. Ja, kommt alle zu mir. Logisch. Scheiße, ich bin schon wieder fast tot. Fuck. Ich sehe nichts. Shit. Okay, warte mal. Weil so kann ich mich ein bisschen regenerieren. Dann muss ich nur auf die Bogenschützen aufpassen. So. Weil man kann ja nämlich so ein bisschen rumrennen. Fuck you. Und dann... Oh, scheiße. Nein, leck mich. Lauf doch, du Nase. Und dann hier Gesundheit regenerieren. Man sollte sich nur nicht zu weit wegwagen, weil sonst kommen noch mehr Wachen dazu. Natürlich jetzt die fiese Variante. Holy shit. So, man sieht, wie sich meine Gesundheit regeneriert. Das ist jetzt halt die feige Variante, aber ich habe jetzt keinen Bock, diesen Kampf 5000 Mal zu machen. Es gibt auch eine Technik. Holy shit. Wo man immer zwischen, wenn man die niedergeschlagen hat, dann sofort auf den Dolch wechseln und dann die niederknüppeln. Ja, Nico, besser als gar keine Variante, ne? Hier hinten scheine ich ganz gut sicher zu sein, auch vor den Bogenschützen. Da sind anscheinend die Bogenschützen noch so doof zu. So. Ah ne, ich will wieder da hinten in die Ecke. Wo mich die blöden Bogenschützen nicht kriegen. Ja, kommt halt her. Oh, holy. Oh, Kacke. Ja, genau das meine ich. Lass mich sofort wieder... Ach Gott, Mädel. Lass mich mal los. Steht halt viel zu schnell wieder auf. Oh, fuck. Komm, steh auf. Nein! Oh, nee! Nein! Ja! Ja! Das mit dem Dolch hat funktioniert! Hell yeah! Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit,
um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Schau mir mal. Ja, also der Trick ist einfach, sobald man sie niedergeschlagen hat, der Gag ist, dass man nur eine ganz, ganz kurze Zeitspanne hat, um da zu kontern bei ihr. Deswegen habe ich auch gesagt, Mädel, lass mich los, weil ja, es ist halt gar nicht Robert Stables, sondern einfach nur ein Köder gewesen. Und wenn man dann, sobald sie auf dem Boden, also sobald man sieht, dass man sie niedergeschlagen hat, gleich auf den Dolch wechseln und dann gleich nochmal angreifen. Und dann kann man sie kriegen. Das hat jetzt endlich funktioniert. Als ich es beim ersten Mal ausprobieren wollte. Ach, scheiße. Ach ja, komm, leck mich. Doch, ich kann davon laufen. Guck mir zu. Guck, wie ich das mache. Guckst du hier? Ja, wirst du mal bitte? Danke. Wird jetzt hier nur ein Spießrutenlauf. 232 Meter. Das ist ja quasi gar nichts. Und Nico, du merkst halt, dass es bei 720p keine Probleme gibt wegen Lag. Doch wenn bei jemand anderem mit höherer Quali guckst, dann ballert der ganze Stream rum. Ja, kommt halt auch eben drauf an, welche Einstellungen man so in OBS hat. Obwohl ich da jetzt nicht so sonderlich viel irgendwas verändert habe. Oh, Jerusalemkreuz. Hallo. Guten Tag. Ich begrüße Sie. So, ich renne jetzt erstmal in Richtung... Nein, nicht in die Richtung, sondern in die Richtung des... Ja, wie, ihr seht mich hier noch. Finde ich nicht gut. So, ich muss erstmal in Richtung des... Hallo. Richtung des Büros. So, das war jetzt quasi der erste Bosskampf, mehr oder weniger. Und da hat man schon gesehen, es ist nicht ohne. Die anderen Kämpfe werden auch nicht sehr viel besser werden. Weil die Feinde und Gegner halt eben brutalst viel Gesundheit haben und ja, nicht so nett zu besiegen sind. Bin ich denn da jetzt am geschicktesten hoch? Ja, so geht's. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja. Es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen.
Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Okay, Gedächtnisabschnitt 6 beendet. Robert war nicht bei der Beerdigung. Nach Arsur reiten und Robert finden. Der Robby. Ich glaube, jetzt müssen wir auch wirklich raus. Und hallo, Sellerie-Eistee. Tachchen. Na? Alles frisch? Mit deinem Tee. So, wir müssen in die Richtung. Ich hoffe, ich kann die Gelehrten einfach rausnehmen quasi. Ja, jetzt bin ich hier wieder raus. Okay, das ist ein Stückchen. Uiuiuiui. Hi, geht sogar. Cool. Ach, leck mich. Was stimmt? Naja, ich renne erstmal Richtung Ausgang und dann schauen wir mal. So, dann pflanzen wir uns mal ganz kurz hier hin. Bisschen chillen. Und lassen die Blindfische hier an uns vorbeirennen. Er ist wohl in einen anderen Bezirk geflohen. Ach, in Schweineöde geht alles, was Beine hat. Alle kleinen Schweinchen. Und so. Oh, Nico, bei euch werden Sandsäcke verteilt. So schlimm. Ey, bei uns hat es jetzt seit 9:30 oder so oder 10:30 nicht mehr geregnet. Also, ich weiß nicht, was. Das ist wieder so. Berlin ist wieder so groß, dass es in manchen Gebieten schifft ohne Ende und im Süden ist irgendwie alles easy und entspannt. Hier ist irgendwie nichts. Warte mal, ich glaube, hier komme ich doch raus, wenn dann die Herrschaften. Kommen die Mönchis mal wieder hier rein oder nicht? Oder was? Oder wie? Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit den Wachen hier irgendwie anzulegen. Aber die Mönchis bewegen sich doch nicht, oder? Ja, Leila, ich habe auch schon gesehen, bei euch, okay, mal so beim Deutschen Wetterdienst, da ist dann so ein Riesengebiet mit Dauerregen drauf. Und Nico, bei euch regnet seit 2 bis 3 Tagen durch ohne Pause. Nee, also heute Morgen hat es die ganze Zeit geregnet und dann so um 10:30 vielleicht. Nicht mehr, nix, null. Und es ist vor allem auch noch so pisswarm, also irgendwie so um die 20 Grad und irgendwie total eklig. Ich glaube, ich muss mich mit denen anlegen. Ich dachte, die blöden Mönchis kommen hier noch rein, weil hier komme ich, glaube ich, nicht gescheit raus, oder? Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Na, Sellerie, ich habe die Nacht geschlafen. Ich habe es nur heute Morgen dann gesehen, dass es geregnet hat. Ach komm, ich renne jetzt raus. Was soll der Scheiß? Was soll der Geiz? Braucht ihr etwas? Ach ja, hier mich auch. So, ich brauche ein Pferd. Wer ist ein fucking Pferd? Wer ist ein fucking Pferd? Nein!
Ach, Pferd, Pferd. Das Pferd fährt. Guten Tag, hallo. Ich begrüße Sie. So, jetzt muss ich hier nochmal den Weg finden. Holy Mother. So, Sekunde. Einfach mal zum Königreich, wa? Erstmal raus hier. Und dann mal gucken. Azur wäre ja dann, glaube ich, eine neue Stadt, ein neues Gebiet. Müssen wir erstmal hin. Und den Regen höre ich jetzt nicht wirklich hier. Also ich habe dann mein... Wo muss ich denn da hin? Wie war das denn? Erstmal Richtung Königreich. Dann mal gucken. Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie den... Also ich habe meine Jalousie runter und dann kriege ich von draußen nichts mehr mit. Ist denn? Wo sind wir denn? Ah, hier unten. Kann ich vielleicht? Danke. Ah, ich hätte nach Akkon mich begeben können. Haldemar, Waldemar. Dann reise ich erstmal nach Akkon. Warte mal, dann gehe ich mal zurück nach Jerusalem und sage, ich will nach Akkon. Dann reite ich nochmal zurück und dann sage ich... Sie die geretteten Gelehrten, um ich jetzt ein bisschen albern, aber... Ich muss ja erstmal wissen, wo man hin muss. Die falsche Richtung, wieder zurück und... So, jetzt kann ich sagen, Akkon, Umland. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Und Nicole macht Eva wieder alles hoch und zack! Berlin schwimmt nach Köln. Das wäre cool. Und Benni, bei euch hat es vorgestern Nacht ein heftiges Gewitter in der Nacht gegeben. Zumindest laut deiner Freundin, die soll bei einem Donner senkrecht im Bett gestanden haben. Du hast geschlafen wie ein Baby. Ja, das könnte ich sein, glaube ich. Ich bin da auch eher entspannt. Achso, nee, Moment. Ich will ja nicht nach Akkon. Ach, wie komme ich denn jetzt? Ah, jetzt kann ich sagen Umland. Entschuldigung, Absicht. Entschuldigung. Ja, leckt mich doch. So, jetzt sage ich Königreich. Werde vorher noch getötet und alles ist gut. So, jetzt muss es gehen. Jetzt, oder? Bipo, würde auch senkrecht stehen. Auf dem Balkon und das Gewitter genießen. Ja, ich finde Gewitter toll. Meine Kollegin ist auch so, Gewitter und hu und hi. Ich muss mich rechts halten. Ich finde Gewitter auch schön. Also wenn man drin ist und sich das in aller Ruhe anschauen kann, natürlich. Das hat schon was. Wut, wut, wut. Wut, wut, wut. Was geht? Was geht? Ach, ich muss doch die Dings weiter dingsen. Ach ja, natürlich. Ah ja, doch hier lang und dann rechts rum. Ja, wahrscheinlich da, wo die ganzen Wachen hinlatschen. Logisch. Ja, naturellement. Franzmänner hier. So, hier dürfte ich jetzt aber... Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, hier bin ich richtig. Yep, jetzt geht's. Küper, deine Schwester hat panische Angst vor Gewitter. Ja, meine Kollegin, die sagt auch, wenn es Gewitter ist, geht sie nicht raus, da ist alles zu und ich hab da Schwänz nice. Damit ich aufwache, muss es wirklich schon extrem donnern. Also, dann muss das Gewitter schon quasi über mir sein. So, jetzt schnappen wir uns aber hoffentlich mal den richtigen Robert. Der Robbie. Der Williams. Ja, leider nicht. Okay, also hier geht die Party schon mal ganz gut los. Ach scheiße, ich muss die erstmal alle besiegen, ne? Ah, geil. Oder? Was sagt denn hier der Dings, der Kirchens? Das ist Attentatsziel. Ja, nee, doch, bin ich schon in die richtige Richtung. Okay, Sekunde, aber...
Wie mache ich das denn? Ich muss die jetzt alle erst besiegen, wa? Ey! Ich hab mit dem Pferdchen geschossen, ihr kleinen Mistbratzen. Okay. So. Würfen wir jetzt, oder? An den da oben? Höchstens mit Wurfmess. BT, darf ich jetzt das Pferd spielen, oder was? That game is trolling me. What the? Ich kann gerade gar nichts machen. Ich sehe das Pferd, ihr wahrscheinlich auch. Und ich kann mich nur um das Pferd herum bewegen. Ich kann First-Person-Ansicht machen. Und dann stehe ich irgendwo im Gemüse. Das ist ein geiler Bug. Aber ich kann aber mit dem Pferd nichts machen. Nichts, null. Es geht nicht. Ich denke mal, er hat irgendwie nicht gepeilt, dass ich da drauf... Are you kidding me? Nun gut, wir werden mal kurz die Erinnerung verlassen und wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Welt landen. Und Gepo, ich habe mir noch einmal einen richtigen Schock durchs Gewitter gemacht, stehe auf dem Balkon, sehe Blitz ca. 300 bis 400 Meter weg. Höre Donner ein bisschen später, sehe es hell aufleuchten, aber kein Blitz und direkt den Knall. War direkt über mir. Ich war 11 Jahre alt oder so. Da bin ich doch in die Wohnung geflüchtet. Ja? Ja, ne, Ben, ich bin ein gutes Pferd. Benutzen Sie die befreiten Planen, um Verfolger. Und so. Jetzt lande ich wahrscheinlich. Wow, Spiel. Wow. Holy. Jetzt. Ja, der hat es irgendwie nicht gepeilt, dass ich da aufsteigen wollte und hat mich da irgendwie rausgeschmissen. Sah schon sehr geil aus. Ich hab's aber auch. Meine Güte. Kann ich jetzt weiter? Ah, okay, gut. Ich muss also immer die Gegner hier niederknüppeln. Jetzt bin ich wieder hier, wa? Oder ist das jetzt schon die nächste? Guten Tag, hallo. Oh, Pferdchen. Lass bloß mein Pferd in Ruhe. Das gibt Aua. Die sind Gott sei Dank alle etwas einfacher zu besiegen. So, Pferd, bitte tu nichts, was du bereuen würdest. Ja, ich bin halt die Königin der Bugs, aber der war schon sehr strange. Also man sah schon, dass er irgendwie auf dem Pferd sah oder... Dass es wohl so gedacht ist, dass er auf dem... Ja, kommst du runter, komm ich hoch, warten. Dass er wohl irgendwie fälschlicherweise auf dem Pferd sitzt. Oder auch nicht. Hey! Holy! Nein, ich bin doch voll. Auf dem Bauch landet, wie geil. Das sieht schon stark aus. Gut, die sind jetzt aber nicht so das Problem. Ja, komm her. Die Mann täuschen hier, die Schweinepriester. So. Und der letzte. Ist irgendwo noch jemand, der... Heile schießt, wollte ich gerade sagen. Komm mal her. Kommst du? Na, geht doch. So. Wo ist denn der Kollege hier mit seinen blöden, saudummen Pfeilen? Ach, da hinten. Tschö mit Öl. Okay, ich glaube, hier haben wir ein bisschen aufgeräumt. Eva, das Pferd, räumt auf. Das ist ein guter Titel von Videotitel her. Ja! Naturellement! Logisch, Leute, logisch! Natürlich! Ja.
klar. Kann man mal machen, ne? Das klöppelt rein hier. Immer mitten in die Fresse rein. So, langsam müssten die doch mal ein bisschen Angst bekommen, oder? Dass sie aber auch immer alle so nacheinander angreifen, verstehe ich irgendwie nicht. Wenn die mich alle auf einmal angreifen würden, hätten sie eine größere Chance. Nein. Naja, Benny, meine einzige Beruhigung ist, dass ich hier nicht mehr über Wasser laufen muss. Jetzt bei diesen Abschnitten. Der Wasserabschnitt ist vorbei. Komm Leute, ihr seid zu dritt. Glaubt ihr wirklich, dass ihr das noch hinkriegt? Nüdü? So, ist jetzt mal gut. Und Benny, wann hattest du Zeit, Lust, Battlegrounds zu zocken? Frühestens Samstag? Benny, ich wollte dich schon... Ich habe mich nicht getraut, wegen Baal zu fragen. Ich meine, why not? Aber hast du... weißt du, welcher Discord das ist? Weil er hat auf seinem Twitter geschrieben... guckt auf dem Discord nach, da steht, wie ihr euch bewerben könnt. Ich habe nur keine Ahnung, wie, wo die Adresse vom Discord-Server von denen ist. Das weiß ich nicht. Also, ja, frühestens Samstag, weil unter der Woche bin ich zu Map. Samstag habe ich dann halt richtig schön Zeit. Das hatte ich nämlich heute gesehen, da hatte ihn nämlich auch jemand angeschrieben und er hatte dann irgendwann auf seinem Twitter geschrieben, Leute, wenn ihr euch bewerben wollt, guckt auf den Discord, da steht, wie das geht. Und da dachte ich mir auch, ja Junge, hättest du mal vielleicht den Link zum Discord-Server dazu geschrieben. Aber das haben dann viele geschrieben, die dann auch gesagt haben, ja, Link wäre ja mal geil. Also, ich war nicht zu blöd. Jetzt mal... So. Ich muss da mal ein bisschen recherchieren, weil ich dachte, der Discord ist halt wirklich nur für die, die eben schon mitgemacht haben oder so. Aber muss man vielleicht mal googeln auf deren Seite oder so. Ja, ja klar. Logisch. Ja, natürlich. Wow. Gott, so hatte ich das nicht mehr im Gedächtnis. Immer wenn die schön auf dem Boden liegen, gleich mal drauf klöppeln. Jawohl. Und wir kommen zurück, Nico. Ruff! Gleich drauf. Weil Benny, ich weiß halt auch nicht, nach welchem Kriterium oder Kriterien der dann Mitspieler auswählt. Weil als allererstes werden ja wieder die Großen drankommen. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt eine Chance haben. Weil der guckt sich ja dann wahrscheinlich auch die Statistiken an. Ob das dann attraktiv ist quasi für die Leute, die zugucken. Ja, Nico, hast du verpasst. Ich war kurzzeitig ein Pferd. So mit allem drum und dran. Ja,
Das Kampfsystem. Ja, Nico, ne? Wie süß. Naja, eigentlich sollte Alter Ihr auf dem Pferd drauf sitzen, aber er hat Alter Ihr nicht angezeigt und ich konnte das Pferd nicht bewegen, nix. Und es sah dann so aus, als wäre ich das Pferd. Und ich war ein schönes Pferd. Ich war das beste Pferd, das man sein kann. Nein, auf den, der am Boden liegt, du Dumpfdödel! Mist. Ach, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ey, lass mich los. Hause mal das Haar! Jawohl. Weil ich weiß jetzt auch gar nicht, wie für das Balturnier die Anmeldefrist ist. Das ist ja schon bald. Wann ist denn das? 12.8.? Was ist das eigentlich für ein Tag? Das ist bestimmt wieder Wochenende, oder? Haha, wolltest du mich greifen, du kleine Mistbratze? Das genau gesehen. Guckt euch das hier an. Das ist ein bisschen fies, oder? Ist ein Samstag. Okay, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Okay, dann ist es ja kein Problem. Aber was anderes als Samstag, Sonntag wäre auch unklug zu machen. Oh, shit. No, no, no. Ich will nicht gegen die kämpfen. No. Seriously? Muss ich? Das sind viele. Und das sind viele, die heftig viel Gesundheit haben. Oh Gott, und die laufen wieder zurück. Scheiße. Holy crap. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ja, ich muss gegen die kämpfen. Oh fuck. Oh fuck. Ja, die sind jetzt ein bisschen heftiger. Das wird jetzt lustig. Weil die können meinen Konter durchbrechen. Das wird scheiße. Jawohl. Sehr gut. Also vor allem die mit Kopfbedeckung sind scheiße. Anderen gehen ja noch. Ja, Leila, das habe ich auch gelesen, dass man halt Hand of Blood direkt anhauen soll. Ja, aber er hat dann nochmal getwittert, Leute, wenn ihr euch bewerben wollt, dann guckt auf dem Discord nach. Und das verstehe ich halt nicht. Da weiß ich halt nicht, was jetzt richtig ist. Ey! Ich hab gekontert, du Affe. Und ruf. Nee, mein Freund. Das haben wir nicht gewettet. Na? Jetzt ist doch mal gut, Junge. So. Jetzt haben wir nur noch die etwas gefährlicheren Kollegen über. Ja, genau so. Nein. Jawohl. So. Holy! Ja. Puh. Es lief besser, als ich dachte. Ach, meine Gesundheit ist nicht so prall. Und da unten stehen noch mehr. Oh, Kacke. Ja, da unten wird es jetzt richtig lustig. Ach. Scheiße. Ach, wünscht mir Glück. Ich werde es gebrauchen. Kommt nicht näher rein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Schlag.
Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Ich gehe einfach mal geradeaus. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Robert de Sable. Ein Adjutant. Oh oh, nicht gut. Er sinnt auf Verrat. Er findet dafür andere Worte. Er sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lensherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit blank, Assassin. Ich will nicht. Holy shit. Na? Ja, shit, der ist übel. Ach Gott, Jungs. Ah, fuck you! Was denn? Ey, Junge! Jetzt, was ist denn los hier gerade? Wow! Hallo! Was ist denn los? Wieso? Holy shit, was ist denn jetzt kaputt? Oh, Gott sei Dank, endlich. Höre den Zorn Gottes! Ach, du ahnst es nicht. Nein! Oh, leck mich! Oh, Manu. Ja, Leila, kann natürlich auch sein, dass man Hand of Blood anschreiben soll wegen Discord-Invite und sich dann bewerben kann. Oh,
Fuck you, ey. Nein, den am Boden. Wow, wie ist der denn jetzt gerade rumgeflogen? Den am Boden, du Depp. Mann. Den am Boden. Where's the fucking problem? Oh, Alter. Holy shit, Mann. Gott, Leute. Alter! Den am fucking Boden. Dankeschön. Ha! Gotcha! Holy shit, Mann, Alter! Sag mal! Ja! Ja! Dankeschön. Nein, nein, nicht schon wieder! Fick dich! Ein Stückchen weg. Erstmal ein Stückchen weg. Bisschen regenerieren. Hell yeah. Nice. Yes. 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 Puh. Holy fucking shit. So, jetzt wird's lustig. Holy shit. Wow. Bisschen hier aufs freiere Feld. Moment. Nein! Renn doch weg, du Depp! Ah, fuck. Gute Nacht, Bipo. Ah, Gott. Jetzt geh doch! Nein! Oh Gott, bitte, bitte lass jetzt nur Robert dran sein. Bitte nur Robert. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner. Ja, Benny, mehr als ignoriert werden können wir ja nicht. Ist okay. Oh, fuck! Holy shit, ist das unfair. Wow! Holy shit, ist das unfair. Wow. Ich dachte wegen Reinitialisierung. Holy mother. Holy. Okay, ob ich das jetzt noch packe, keine Ahnung. Ey, das ist unfair. Das ist total unfair. Nein! Alter!
Die sind so fucking scheiße. Alter, jetzt weich doch mal aus. Wo ist das Problem? Gott. Alter. Lass mich. Alter, ich krieg es nicht mehr hin. Nein, jetzt hau doch mal nur auf den, der liegt. Alter Schwede. Ich muss den jetzt ein bisschen beschäftigen. Ich muss mich erst komplett heilen. Ja, so viel dazu. Shit. Ich habe halt keinen Peil, wie ich den kriege. Ich habe keinen Peil. Versuche jetzt erstmal auszuweichen. Jetzt weich doch aus, du Idiot! So, feige rennen, feige rennen. Feige rennen. Bis ich Gesundheit regeneriert habe. Es ist feige, aber es ist die einzige Möglichkeit für mich im Moment. Feige rennen, feige rennen. Ich brauche Gesundheit. Ich habe keinen Peil, wie ich den kriege. Ich weiß es nicht mehr. Das ist so albern. Da klappt, glaube ich, dieser Trick mit dem Dolch nicht. Man muss ihm vor allem gescheit ausweichen. Ich hatte es heute noch gelesen. Ja, wenn man den wegschubst, aber ich komme nicht schnell genug hinterher. Das ist das Problem. Ich komme nicht schnell genug hinterher. Er schubst ihn dann so weit weg, dass er so weit weg liegt, dass ich da gar nicht mehr gescheit rankomme. Das ist blöde. Jetzt erstmal Gesundheit. Das ist jetzt so albern, aber es funktioniert. Ich habe keinen Bock, diesen Kampf. Ich finde das total unfair, dass man nochmal gegen diese anderen Typen kämpfen muss. Wenn... Ich müsste höchstens ganz schnell aus dem Angriffsmodus raus, also nochmal L2 drücken oder den linken Trigger. Dann geht er aus dem Angriffsmodus raus und ich renne. Leila, ich krieg Drehwurm. Entschuldigung, aber ich muss jetzt meine Gesundheit regenerieren. Ich habe keinen Bock, nochmal gegen die Typen zu kämpfen. Ich sag, wenn es vorbei ist. Kannst du ja erstmal weggucken. Ja, Nico, wenn das in echt auch so einfach wäre. Aber der lässt sich auch gut. Der lässt sich auch gut hier. Oh, er kommt mir aber näher. Ich muss aufpassen. Ich muss ihm auf jeden Fall ausweichen. So, gleich habe ich's. Nur der Gag ist, ich glaube, der zieht einem gleich zwei Lebensbalken ab, wenn er mich trifft. Könnte jetzt auch nochmal schnell kurz Pause machen und mal kurz in der Komplettlösung nachgucken. So, noch zwei Balken fehlen mir. Ich will das jetzt komplett aufgeladen haben. Das ist total feige und total albern, aber ist so. So, noch ein Balken. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, wie man den kriegt. So, jetzt habe ich alle, ne? Siehst du, er ist halt total langsam. Er ist total fucking langsam.
Oh, er macht nichts hier. Yes! Ah, so geht's. Es ist vollbracht. Holy Eure shit. Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Dom, 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 aber er ist dom. Kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Salat. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch seht. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht, die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Tja, Al-Mualim ist also auch darin verstrickt und... Ja, Nico, na, jetzt ging es auf einmal ganz schnell. Der Gag war, er ist nicht so weit weggeflogen. Ich konnte gleich hinter ihm her und er lag halt noch am Boden und ich konnte ihn sofort weiter angreifen. That's it. Ich sagte aufstehen, verdammt. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht?
Moment, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Es sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Verzupfst du dich? Ich noch mal mit ihr zu sprechen. Ja, klappt super. Will nicht mit uns reden. Doch, jetzt. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie? Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch. Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Okay, was ist das bitte für eine Ansicht? Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Vertrauen Sie auf meine 2 schlagenden Argumente, oder was? Lucy! Die Luzi! Da geht sie ab. So, mal gerade gucken, ob ich hier gleich wieder raus kann. Weil ich will noch diesen blöden Hulli haben von dem Typen, aber da lag eigentlich nichts. Auf dem Schreibtisch. Komisch. Ich glaube, ich habe das verpasst. Kommen wir nicht rein. Müssen wir mal gucken, ob es hier noch neue... neue E-Mails bei Lucy gibt. Also ja, 2 Ausgang, 1 gelöscht. Schnell günstige Medikamente. Probleme da unten. Du fragst dich, warum dich alle auslachen? Rate einmal. Wahrscheinlich besorgt es ihr ein anderer, größer und besser als du. Wie kannst du hoffen, damit zu halten? Sei dir sicher. Es gibt Mittel und Wege. Klick einfach auf den Link. Könnt ihr Hilfe schicken? Gut, das soll erstmal so bleiben. Nein. Weiß er von uns? Wir benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Was ist mit Desmond? Unsere Gedanken? Was bedeutet alles?
Sender niedriger Erdumlaufbahn für Artefakt. Ausweitung der Experimente zur konditionierten Reaktion von vor 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren Sie alles. Das ist das Ziel des Starts. Mindestens 20 starben bei Unfall. Nehme an, dass dies der Startort ist. Wenn nicht, dann sicher Aufbau. Sollten versuchen zu infiltrieren. Brauchen Info zu Dia-Vorfall. Ausgang. Konfzimmertür funktioniert nicht. Vielleicht ist Remote Access abgestürzt oder so. Können Sie schauen, was los ist? Habe keine Zeit für diesen Mist. Hallo Warren, der Passcode wurde gestern Nacht geändert. Das passiert einmal die Woche. Haben Sie den neuen? Nein, wie lautet der? 10281943. Den muss ich mir jetzt aber bitte nicht merken, oder? Mr. Rickin, ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist. Falls Sie befürchten, dass ich vertrauliche Informationen weitergeben würde, wenn Sie diese mit mir teilen, denke ich, dass meine bisherige Zeit in der Firma für sich sprechen sollte. Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Das waren, glaube ich, alles die Sachen, die wir schon gelesen hatten. Jetzt ist nur die Frage, diese Konferenzzimmertür. Gehen wir jetzt hier rein? Das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist ja cool. Wow. Hilfe. Holy. Und das bringt mir jetzt genau wahrscheinlich gar nichts. Hier komme ich ja nicht weiter. Ah, da steht noch ein PC. Cool, das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Ist nur die Frage, ob wir da reinkommen. Nee, geht natürlich nicht. Dazu bräuchten wir wahrscheinlich den Stift des guten Doktors, den ich leider nicht habe. Ich weiß nicht mehr, wann man den aufnehmen kann, weil viel ist ja jetzt nicht mehr. Jetzt kommt halt noch ein großer Bossfight. That's it. Gegen wen wir kämpfen müssen, kann man sich sicher schon denken. Okay, ich gehe einfach erstmal wieder rein. Den... Nee, Adlerauge... Können wir immer noch nicht benutzen. Na gut, hilft nix. Einmal den Schlaferino machen. Hoch. Hoch, runter, rauf, runter, raus. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen... Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Der hat seinen Stift immer noch in der Kittel, in dem Kittel, rechts, also im rechten. Da blinkt er. Wow. Kamera, was tust du? Da sieht man ihn blinken ein bisschen, wenn man genau hinschaut. Gut, vielleicht kriegen wir noch einmal die Möglichkeit. Uns den zu schnappen, weil ich weiß, dass das geht und dass wir damit dann auch in den anderen PC reinkommen. Irgendwie muss das gehen. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Ja, toller Meister.
So, jetzt haben wir wahrscheinlich hier ein ganzes Dorf mit Gegnern vor uns. Naja, fast. Die sehen alle ein bisschen creepy aus. Benehmen sich auch so ein bisschen. Komisch. Die Welt wird geläutert. Ein neuer Anfang. Oh mein Gott. Ja, das ist super. Und ich renne natürlich wieder voll in die falsche Richtung. Leute, ihr seid ziemlich creepy. Wie die mir alle folgen. Finde ich jetzt nicht so gut. What? Er ist das da Licht. Hoch, oder? Er ist der Weg. Bist du mal 5 Minuten nicht in Masyaf und kennst dich sofort nicht mehr aus. Den Weg hochzufinden, ist für mich immer irgendwie... Wow. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Zombies, die so auf dich zukommen. Wow. Checkpoint ist gut. Oh, oh. Holy. Freunde? Ich will kein Beef. Und jetzt? Guten Tag. Ja, komm. Gegen euch muss ich kämpfen, wa? Ihr lasst mich nicht durch. Warum wundert mich das nicht? Würdest du mal bitte nur auf den Typen, der am Boden liegt? Danke, nein. Möchte nicht kuscheln. Holy moly. Die sind jetzt nicht so schlimm. Wie ihr noch? Au. Wenn man so in die Kniekehlen reingeht mit dem Messerchen hier, das ist übelst. Für das Licht. Alles für den Dackel, alles für den Club. Nein, der Typ, der auf dem Boden liegt. Immer drauf auf Mutti. Ah, angrabbeln ist nicht. Ach nee. Okay. Das verheißt nichts Gutes. Oder doch? Na, guckst du. Guckst du mal, wen wir auf unsere Seite gezogen haben? Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Nice. So, ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Geht das?
gerade. Ah, das geht. Okay, gut. Ich wollte nur mal gucken, ob ich mich einen ausblenden kann. Aber das geht. Okay, ich dachte, das geht nicht. Alles klar. Ah, super. OBS reagiert trotzdem. Obwohl es quasi nicht im Vordergrund ist. Na toll, das hätte ich mal früher rausfinden sollen. Hätte ich mich zwischen den Zwischensequenzen immer wieder ausblenden können. Na, besser spät als nie. Oh. Die Zombies sind los. Okay, das ist creepy. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Go away, go away, go away. Mal durchschubsen. Leicht anstoßen. Flump. So bin ich nicht nett. So, Freunde. Macht euch bereit für den letzten und, ich glaube, mit ätzendsten Bosskampf. Natürlich Al-Mualim. Den Verräter, der uns benutzt hat. Dem müssen wir uns jetzt stellen. Ha! This is gonna be fun. Nein! Was geht vor? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist. Und dass alles erlaubt ist. Kommt, vernichtet den Verräter. Stoßt ihn aus dieser Welt. Oh yeah! Das sind jetzt alle, die wir umgebracht haben. Wenn ihr euch zurecht erinnert. Alle unsere Opfer. Natürlich als Illusion. Und als ich das zum zweiten Mal gespielt habe, dachte ich echt, wow, ich konnte mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, an diesen Bosskampf. Auch an die Story-Wendung etc. und dass er da schon so einen Edenapfel hat und so. Nein. So. Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Seht nur, über welche Macht ich verfüge. Kann ich? Ah, scheiße, ich kann den... Hä? Ich dachte, ich kann die... das Adlerauge... nutzen. Geht gar nicht. Weil ich jetzt den richtigen finden muss. Und das sehe ich ja erst, wenn ich das Adlerauge benutze. Ah, ich bin nicht synchron. Scheiße. Stimmt. Ich habe keine volle Synchronität. Deswegen geht's nicht. Find doof. Ha, ich habe den richtigen erwischt. Das war Zufall. Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben,
kann es keinen Frieden geben. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz, dieser Edensplitter, dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das. Illusionen allesamt. Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah. Nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als steckten wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter ihr. Ihr wart mein bester Schüler. Okay, die Party geht los. Ach stimmt, jetzt macht er hier seinen Party-Zauber. Ihr habt die ganze Zeit überblickt und werdet es immer sein. Partei, Partei. Soll ich jetzt runter? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll oder wo ich hin muss. Taucht der jetzt nicht normalerweise? Ah, da hinten ist er. Ach, Junge, du bist so lustig. Ja, let's go, Party Peoples! Da ist er. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal nur hinter ihm herrennen immer. Weil er verschwindet ja dann sofort wieder. Ich weiß gar nicht. Ah, warte mal. Ich kann aber auch keine andere Waffe auswählen. Meine Wurfmesser wären jetzt mal geil. Weil er haut dann sofort ab. Aber ich glaube, ich brauche meine Wurfmesser, oder? Oh Gott, erinnere ich mich da jetzt noch richtig? Oh, bauen wir einfach mal ein. Ach, wie war das nochmal? Aber ich kann meine Wurfmesser ja gar nicht auswählen. Ist ja der Gag an der Sache. Nee, er steckt sofort. Ich kann nur das Schwert auswählen. Jetzt hat er die Klinge. Ah, jetzt geht's. Meine Klinge sieht für mich an, sie durchschneidet die Dunkelheit. What? Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann.
Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. So, da liegt das Edengedönse. Kann ich das Edengedönse? Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Zerstört es! Zerstört es, wie ihr gesagt habt! Nein, nicht kaputt machen. Ich kann es nicht. Da, ihr könnt, Alter, ihr. Aber ihr werdet nicht. Soll ich das jetzt zerstören? Was soll ich da jetzt machen, Hilfe? Ich kann nichts machen. Ich kann. Hä? What? Game, what are you doing? Ups, what? Oh, was? Hä? What? Ja. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Okay, das ging irgendwie schneller, als ich dachte. Ja, der Trick ist, man darf ihn nicht mit dem Schwert angreifen, Al-Mualim, wenn er in dieser letzten Phase ist, sondern man muss so an ihn ran, bis man ihn mit dem linken Trigger oder L2 erfassen kann und dann die Wurfmesser auswählen. Man sieht nur unten links nicht, wenn man die Wurfmesser ausgewählt hat. Das ist das Blöde. Ich muss das jetzt auch ein bisschen ausprobieren. Und dann einfach ein Wurfmesser auf ihn drauf. Und dann gleich hinterher ihn wieder angreifen, wenn er am Boden liegt, und dann ist er down. Kurz und knackig. Okay, also das hatte ich nämlich auch sehr viel ätzender in Erinnerung. Das war ja jetzt Kindergeburtstag eigentlich. Und dieser fucking Stift liegt hier immer noch nicht. Ja, Nico, ich hatte es auch schlimmer in Erinnerung. Das war jetzt irgendwie total crazy, muss ich sagen. Und jetzt kann ich hier das Adlerauge auch benutzen. In dem Teil muss man dazu noch stillstehen. In den folgenden Teilen kann man sich auch ein bisschen bewegen. Und jetzt haben wir das Adlerauge. Und wer es vielleicht gesehen hat, Lucy hat in einer anderen Farbe geleuchtet. Sie wurde uns nicht als Gegner angezeigt. Und ja, Nico, also dieser Robert de Sable ist eine ganz miese Nummer, vor allem weil man eben die ganzen heftigen Gegner vorher noch hat. Das ist der eigentlich ätzende Bosskampf. Bei Al-Mualim muss man halt nur wissen, wie man es macht. Und bei Robert de Sable muss man halt auch gucken, dass man, wenn man ihn wegstößt, vielleicht, wie es bei mir durch Zufall passiert ist, da ist er also gegen Felsen geprallt und ist gar nicht so weit von mir zum Liegen gekommen. Dann kann man ihn noch rechtzeitig einholen und dann einfach auf ihn drauf stechen.
Und dann kriegst du ihn sofort. Aber wenn er zu weit weg ist, dann, ja, hast du abgelost. Oh mein Gott. Das ist jetzt richtig heftig. Sieht aus wie... Ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? I've entered the abyss and never returned. 22.13 Uhr. Und that's it. Ha. Ja, nice. Ah, cool, das ging jetzt schneller als ich dachte, aber ich dachte mir schon, dass wir das heute bequem zu Ende daddeln können. Weil das Spiel ist ja so mit 15 Stunden angelegt. 10 Stunden hatte ich jetzt bisher. Und jetzt sind wir bei 20, 21, 12,5 Stunden sozusagen. Und das ging jetzt schneller als gedacht. Genau, Leila, das war Nummer 1. Und das heißt, dass wir am Donnerstag Nummer 2 anfangen. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, weil einfach Assassin's Creed 2 ein absoluter Liebling ist. Das werden wir dann auf der PS4 spielen. Und Assassin's Creed 2 geht länger. Das kann ich schon mal versprechen. Auch Brotherhood und Revelations ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen kürzer als 2, aber ist auch noch ziemlich lang. Also da werden wir locker jeweils 20 Stunden dran sitzen. Also zumindest an Assassin's Creed 2 25, 30 Stunden. Weil ich da halt schon sehr viel vor allem gucken will, dass ich viel Kohle kriege, viel Geld. Weil ich dann sehr viel renovieren möchte und alles wiederherstellen möchte. Und mal schauen, wie schnell wir da durchkommen. Also das ist schon sehr viel umfangreicher auf jeden Fall. Ja, und dann kommen die drei eben in der Ezio Collection jetzt dran. Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Da haben wir dann erstmal ein bisschen was zu tun. Da bin ich auch wieder ganz froh, dass ich auf der Konsole zocke, weil dann muss ich hier nicht mit PC-Spiel und tralala und hier so gucken, sondern ich finde es ein bisschen entspannter, wenn das auf der Konsole läuft und alles gut ist. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie meine GPU ausgelastet war. Und mein RAM ist jetzt bei 40%, also es dürfte, ich habe zumindest nicht gesehen, dass es geruckelt hat, also es dürfte eigentlich alles okay gewesen sein. Ja, Freunde, das war der erste Streich und der zweite folgt fast sogleich, also am Donnerstag. Ich werde dann Donnerstag und Freitag Assassin's Creed 2 zocken, Freitag vielleicht auch ein bisschen länger, weil... Ja, heute ist es ja jetzt ein bisschen kürzer. Ich werde den zweiten jetzt nicht noch anfangen. Das wäre jetzt für eine halbe Stunde oder so ein bisschen albern. Und dann am Samstag Battlegrounds mit Benny, hoffentlich. Benny noch da. Und am Sonntag mal gucken. Vielleicht auch wieder Assassin's Creed 2 oder Battlegrounds. Mal schauen, wer, wie, wo, was Zeit hat, aber Benny, PUBG Hype! Ja, müssen wir noch gucken, wie viel Uhr, das ist mir, also von mir aus können wir auch früher anfangen am Samstag, also ich weiß jetzt nicht, wann du anfängst zu arbeiten, wann das jetzt akut wird mit deinen Zeiten, wann du wie wo kannst, also Samstag müsste eigentlich auch ein bisschen früher gehen, da bin ich flexibel, nicht wahr? Ja, Leila, du bist am Wochenende sowieso nicht da. Destiny werde ich auch jetzt erstmal nicht mehr spielen. Nico, Benny hat gesagt, ich darf fahren, weil er noch schlechter fährt, angeblich, habe ich gehört. Also, ist okay. Naja, Benny, dann können wir ja vielleicht mal gleich die neuen PUBG-Channel auf dem Discord ausprobieren. Und Benny, Samstag sollte es bei dir auch früher gehen. Ja, sag einfach von mir aus relativ spontan gerne Bescheid. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, weil mich hat ja keiner lieb und so. Und dann sagst du einfach Bescheid.
So, vielleicht ein Stündchen vorher, bevor du kannst. Und ja, jetzt sind wir doch hier glatt wieder im Dings gelandet. Hier das Bad. Bad ist jetzt aber nichts, ne? Ja, ist blöd, dass man das nur sehen kann, wenn man still steht. Und mal gerade gucken. We are all books containing thousands of pages and within each of them lies an irreparable truth. Irgendwas mit 13 unlesbare Dingens, dann diese 2213. Moment, ein bisschen näher ran. Geht das? Oh Gott. Das kann man nur so saudumm lesen. Das ist echt blöd. Irgendwas. Hunger? Has the answers? Kannst echt nicht lesen. Und das unten habe ich ja schon vorgelesen. I've entered the abyss and never returned. Das bedeutet, wird man auch noch in den folgenden Spielen so ausfinden. Ich kann es echt nicht lesen. Kann ich aufs Bett steigen? Nee, natürlich nicht. Was heißt das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und ja, Leda, du musst dich mit den Käsefanatikern auseinandersetzen. Schöne Grüße an Stone. Und so. So, hier, das hatten wir ja alles quasi. Ach, guck mal. Was steht da? Jona Guni? Was? Jona Guni? I don't know. I don't knuff. Nicht jetzt vielleicht hier der Stift? Dang it! Hab ich den jetzt echt verpasst? Shit. War zu doof anscheinend. Nochmal, ob Lucy nochmal was geschrieben hat? Nee, das sind immer noch die Ausgänge, die zwei gelöscht eins, was vorher auch da war. Ja, Sascha, bis Samstag sind noch ein paar Tage. Alles gut. Ja, aber Samstag bin ich relativ flexibel. Ja, aber ich komme jetzt hier nicht rein. Damn it. Ach, schade. Aber ich weiß nicht, wann ich diesen Stift übersehen habe. Also es gibt irgendwann die Möglichkeit, wo dieser Stift dann auf dem Glastisch da hinten liegt. Das weiß ich 100 pro, wo man den einsammeln kann. Ich glaube, können wir jetzt... Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier tun können. Ich glaube, wir sollen uns einfach nur wieder auf den Animus legen oder in den Animus legen. Und that's it, oder? Mehr ist nicht, oder? Genau, da kann man dann nochmal die Gedächtnisabschnitte spielen. Und ja, die Credits muss ich jetzt nicht nochmal gucken. Aber man kann dann hier, zusätzliche Erinnerungen. Gedächtnisabschnitt 6. Oh, Nico, Samstag machst du wahrscheinlich wieder Zockerabend mit deiner Cousine und ihrem Freund. Da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Du musst halt Prioritäten setzen. Gut, aber ich glaube, die zusätzlichen Erinnerungen ist relativ Latte Macchiato, oder? Da kann ich hier nochmal rein. Ach so, das sind einfach nur die... Okay. Also man kann dann hier nochmal rein, Flaggen einsammeln, glaube ich. Hast du nicht gesehen... Mehr ist das alles hier gar nicht. Okay. Also man kann hier jetzt gar nicht mehr Großartiges machen. Ja, Nico, kannst ja zwischendurch mal kurz lurken kommen. Das ist okay.
Nö, weil ich glaube, hier kann man jetzt nichts mehr großartig machen. Man kann jetzt hier halt eben nochmal die ganzen Gedächtnisabschnitte spielen, um wirklich alles einzusammeln. Aber es bringt eigentlich nichts mehr, außer vielleicht ein paar Achievements oder so, Steam-Errungenschaften. Aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Habe ich auf der PS3 nie gemacht, weil Assassin's Creed auf der PS3 keine Trophäen damals hatte. Deswegen war das alles ein bisschen sinnfrei zu machen. So. Okidoki. So. Okay, Freunde, dann werden wir heute ein ganz kleines bisschen früher Schluss machen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Wir sehen uns dann am Donnerstag ab 19 Uhr wieder. Da geht's mit Assassin's Creed 2 los. Und dann Freitag auch nochmal. Samstag Battlegrounds und Sonntag mal gucken. Weiß ich nicht. Also, wenn sich niemand zu Battlegrounds spielen findet, dann wieder Assassin's Creed 2. Also, ich muss jetzt Assassin's Creed durchklöppeln. Also, da wird jetzt sicher häufiger was kommen. Nächste Woche vielleicht dann auch mal zwischendurch ein Stream. Mittwoch oder so. Mal gucken. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Okay, Leute. Dann würde ich mal fast behaupten, das war's für heute. Wir sehen uns dann am Donnerstag, 19 Uhr. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft recht schön, macht noch was Tolles. Ich horste. Muss ich mal gucken, wenn ich rein horste. Ist denn da so online? Das Kaffeekind ist zum Beispiel wieder online. Da könnt ihr schon mal ein bisschen Battlegrounds noch mal gucken. Dann werde ich euch mal das Kaffeekind rein horsten. Aber erstmal gut's Nächtle und bis Donnerstag. Tata. Thank you.